Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Nun, der Herr Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz ist zwar da, ist momentan nicht. Ich bedanke mich einmal bei ihm ausschließlich dafür, dass er am 27. Mai uns Konsumentenschützer eingeladen hat zu einem gemeinsamen Gespräch. Zeigt dafür, dass der Konsumentenschutz wichtig ist. Wenn ich aus den letzten Tagen entnehme, dass gerade auch im ORF gewisse Konsumentenmedienbereiche eingeschränkt werden, wie zum Beispiel die Sendung Konkret, muss man um das auch kämpfen und muss auch dafür gemeinsam kämpfen, dass die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher auch medial aufgenommen werden. Nun, heute habe ich mir erlaubt, aus einem Fleckerlteppich an gewissen Anträgen, die die Banken und Inkassobereiche betreffen, einen Schuldnerschutzschirm zu schüren. Und der Schuldnerschutzschirm dient eigentlich dazu, denjenigen, die bereits vor der Pandemie in Armut waren und auch denjenigen, die unverschuldeterweise in der Pandemie jetzt in Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder auch teilweise bei Herabsetzung der Arbeitszeit in eine Schuldenfalle getappt sind, zu helfen. Und ich glaube, ich bin deckungsgleich mit allen Parteien, dass es wichtig ist, denen jetzt zu helfen, auch die nicht mehr wissen, wie sie die Kreditraten zahlen können und denen zu helfen, wie sie ihre Existenzen sichern können. Und dieser Schuldnerschutzschirm besteht aus 10 Punkten, wobei taxativ versucht worden ist, wirklich alle Bereiche abzudecken, die auch in den letzten Jahren bereits Beschwerden und Beschwerdefälle gemacht haben. Der wesentliche Bereich ist sicherlich der, dass ich sage, dass die Kreditstundungen ausgelaufen sind. Und wir wissen alle, Kollege Wurm hat auch einen Antrag diesbezüglich eingebracht, dass nunmehr sowohl die Kreditraten wieder fällig gestellt sind, als auch die Zinsen und Gebühren und Kosten von vorher während der Stundung, aber auch jetzt fällig gestellt sind. Und viele sind überfordert. Und deshalb fordern wir auch gemeinsam mit allen anderen auch, dass wir sagen, es soll zukünftig die Zinsen, Spesen und auch die Gebühren während der Kreditstundungen ausgesetzt werden. Leider sagen wir viele Betroffene, es passiert nicht. Die Banken, egal welche Bank, sagt nein, wir fordern das ein und wird sofort auch fällig gestellt. Und ein weiterer Punkt, der mir auch wichtig ist, ich bin der Meinung, dass die Kontoüberziehung in Österreich gesetzlich geregelt werden muss, determiniert werden muss. Warum? Vielleicht unterscheide ich mich da von den NEOS. Ich denke, der derzeitige Höchstsatz von 10,625% als Durchschnitt für Kontoüberziehung ist wesentlich zu hoch. Und wenn man sich denkt, für Guthaben kriegt man momentan 0,01%, dann weiß ich, dass Handlungsbedarf besteht. Und deshalb haben wir einen Corona-Sonderzinssatz für 5% gefordert, der zumindest während der Pandemie und infolge der Pandemie eingesetzt werden soll. Und der dritte Punkt, der mir auch wichtig ist, momentan fallen leider auch viele Frauen durch. Frauen deshalb, weil sie als Bürgerinnen und Bürger aufgetreten sind und leider der Konsumentenschutz diese Bürgerinnen und Bürger, dieser Bürgerinnen und Bürger nicht sicherstellt und gleichstellt wie diejenigen, die Kredite aufgenommen haben. Es gehört ein Handlungsbedarf her, dass die geschützt werden und das müsste man auch relativ rasch umsetzen. Von unserer Seite ist ein Vorschlag. Es ist in der Ausschusssitzung von der ÖVP gekommen, dass diese unabhängige Ombudsstelle eventuell thematisiert werden soll, wiederum eine Stelle. Man hätte auch reinschreiben können, Schuldnerberatung, oder man hätte auch VKI oder eine Institution reinschreiben können. Ich denke mir, es ist eine Chance. Momentan suchen viele eine Anlaufstelle. Sie wissen nicht, wohin. Und ich denke mir, das wäre die Chance auch für die Politik, den Helfenden oder denjenigen, die Hilfe brauchen, jetzt unter die Arme zu greifen. In dem Sinne, nachdem der Bundesminister nicht da ist und ich ihm nicht danken kann, werde ich ihm vielleicht am 27. Mai dann sagen, spanne ich im Sinne symbolisch auch diesen Schuldnerschutzschirm auf und danke für die Aufmerksamkeit. Ein roter Schuldnerschutzschirm vom Konsumentensprecher der SPÖ, Christian Drobitz. Dieser neu zu schaffende Schirm soll alle Bereiche abdecken, betont er. Zinsen, Spesen und Gebühren sollten während Kreditstundungen ruhend gestellt werden, so die Forderung des Abgeordneten aus dem Burgenland. Und die Konsumentenschutzsprecherin der Grünen setzt fort, Ulrike Fischer.